Herzlich willkommen und hallo bei Not Another Dope Show. Ich habe euch ja jetzt schon zweimal über LSD erzählt. Und jetzt kommt noch ein kurzer Tipp, was man mit jemandem macht, wenn man mit ein paar Leuten unterwegs ist und einen Trip nimmt und da kommt einer schlecht drauf. Den bringt man am besten in ein ruhiges Zimmer, wo keine anderen Leute sind, und spielt Musik, die er gerne hört. Oder sie, ja, die Person gerne mag. Das beruhigt dann schon mal und dann am besten darauf einreden, am besten normale Themen. Umso normaler die Themen sind, umso strukturierter das Ganze ist, umso besser kommt man runter. Und ja, ich habe tatsächlich erst was rausgefunden, wie man das ein bisschen visualisieren kann, was man da sieht. Das sind zum einen so diese Echo-Effekte, die man da immer so hat, die man aber nicht sieht, wenn man so genau hinterher guckt, sondern man sieht es tatsächlich nur in diesen Augenblicken. Und das ist auch das, was man dann immer im Spiegel das Problem hat. Ja? Wenn man sich nämlich selber so anguckt und man bewegt sich ja, und man atmet und so weiter und es bewegt sich die ganze Zeit, dann schiebt man natürlich da so eine krasse Optik drauf, weil sich das immer wieder neu fokussiert, neu fokussiert, neu fokussiert und dann sieht man halt da die unglaublichsten Sachen und deswegen sagt man immer, schaut nicht in den Spiegel. Weil die Wahrheit ist, dass das so eine krasse Optik ist, dass man da halt ewig lange davor stehen kann und da reinschauen und sich das angucken. Das ist nichts Schlimmes dabei. Mehr ist das gar nicht, von wegen man bleibt hängen. Ja, man bleibt vor diesem Spiegel hängen, weil man da nicht mehr wegkommt. Und die anderen dauernd auf einen warten, weil man muss aufs Klo und du kommst halt aus dem Scheißhaus nicht mehr raus, weil du die ganze Zeit im Spiegel klotzt und die ganze Zeit Optik machst und so weiter. Ja, das ist alles. Jo Leute, heute war eine kurze Sendung, deswegen haue ich noch schon mal einen richtigen Kalauer hinten dran. In der Regel hatten wir Wikinger rote Werte. Peace out. Achso, Abo da lassen, liken und so weiter. Würde mich freuen.